Servus Leute, willkommen zu einem Video auf dem Kanal und ich euch ganz einfach, wie ihr TeamSpeak 5 jetzt schon trotz der Beta bekommt. Das Ganze ist nicht schwer. Ihr müsst einmal den Installer runterladen, das ist der erste Link unten in der Beschreibung. Wenn ihr den öffnet und euch angemeldet habt mit eurem TeamSpeak-Daten, bekommt ihr so ein Fenster hier. Das Ganze ist scheiße. Dazu bekommt ihr noch einen zweiten Link von mir in die Beschreibung reingepackt. Das Ganze ist ein ZIP-Verzeichnis, das Ganze müsst ihr ausführen, also öffnen zumindest. Und dann haben wir hier die Install, also da ist nochmal dann die Exe drin, die ihr nicht mehr braucht eigentlich, und die MSI-Datei. Und wir haben die App-Data. Und die zwei Sachen brauchen wir. Was wir machen, wir geben unten in der Suchleiste ein Prozent App-Data Prozent, um den Roaming-Ordner zu öffnen. Suchen hier nach TeamSpeak, klicken auf Default, und dann haben wir hier Log, Storage, das und Settings und so weiter. Und dann, ich hab jetzt die zwei Sachen schon da, ich lösche die zwei Sachen. Und fügt die ganzen zwei Sachen hier nochmal ein. Und ganz einfach, bei euch ist schon der Settings-Database-File schon da. Das heißt, ihr geht einfach auf Ersetzen. Fertig. Dann schließen ihr die ganzen zwei Daten. Also die ganzen zwei Sachen. Öffnet nochmal TeamSpeak. So, und dann müssen wir uns die ganzen Updated Terms and Conditions eigentlich durchlesen. Aber wer liest das schon durch? Irgendwer TeamSpeak oder so? Also keiner. Und dann klicken wir auf Akzeptieren. Dann sind wir hier drin in TeamSpeak 5 und können das Ganze gerne mal ganz genau anschauen, was hier dabei ist. Und zwar haben wir ein neues Dashboard mit dabei, wir haben eine Serverliste mit dabei, wir heißen Test oder warum auch immer. Können uns irgendwie schon umbenennen, glaube ich, hier irgendwie, keine Ahnung. Wir können Mikrofon außen anschalten, hier außen anschalten, hier AFK an ausschalten, wie es bei uns auch gewohnt ist, genau. Also ich vergleiche jetzt mal kurz mit dem TeamSpeak, was wir jetzt haben, und mit dem TeamSpeak 5, also es gibt gar keinen Unterschied, passt mal auf, hier. Unser TeamSpeak 3, TeamSpeak 5. Also wir haben hier schönere Sachen. Wir haben hier schönere Sachen, also wenn wir es... Okay, warum ist nichts abonniert? Keine Ahnung, okay, egal. Ja. Und zwar haben wir hier schönere Sachen, muss ich persönlich sagen, also finde ich persönlich auch viel besser. Wir haben hier verschiedene Audio-Geräte zur Auswahl. Wir haben mehrere Sachen zur Auswahl noch dazu. Also wir können hier echt mehrere Sachen aufnehmen. Wir können auch hier einen Record-Test machen normalerweise irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Wir können die K-Bindings einstellen. Wir haben Notifications zum Einstellen. Also, dass wir dann hören, wenn wir connected sind. Aber wir hören nichts. Oder wenn wir eine Message bekommen haben. Und so weiter. Also, wir können hier alles einstellen, Warnings und so weiter. Wir haben verschiedene Identitäten, die wir eingeben können. Wir können auch mal die Identität bearbeiten. Genau. Wir haben unsere ID immer noch behalten, wir haben eine Privacy und wir haben eine About, also ganz normal dieses About, über was geht's und so weiter. Wenn wir uns jetzt das ganz normale hier anschauen, sind die Serverlisten hier, alle Serverlisten wie Discord. Wir haben hier zum Beispiel, bei uns im TeamSpeak 3 ist natürlich die Serverlisten hier oben als Tab oder bei Favoriten drinnen. Okay. Connected. TeamSpeak, okay, mal was Neues. Wir haben hier oben die Tablisten, das haben wir dieses Mal hier nach unten, wie im Discord gerichtet. Also TeamSpeak 5 richtet sich sehr gut nach Discord irgendwie. Dann haben wir hier Notifications. Hier nochmal irgendwas zum Klicken, was auch irgendwie nichts bringt. Die Updates und so weiter an der Startseite, ganz normal, was wir ja bei uns hier nicht haben. Wir können uns im TeamSpeak Server hosten lassen oder mieten lassen, eher gesagt, was wir beim TeamSpeak bis jetzt auch noch nicht konnten. Dafür mussten wir Server bezahlen oder Server mieten oder wie auch immer oder selber hosten über Server. Fällt dann schon mal hier weg. Connecten können wir, glaube ich, nicht. Nein, wäre schön gewesen. Wir haben die Chats direkt schon mal offen, was wir bei uns hier auch nicht haben. Dafür brauchen wir extra Plugins und so weiter und so fort. Wir haben Gruppenchats, wir haben normale Kontakte, Freunde und Chat in der History. Also es ist echt schön, also es ist sehr, sehr gut.
Ihr könnt das Teamspeak 5 gerne selber anschauen, was da alles dabei ist, Neuerungen für euch, wie es euch gefällt und so weiter. Könnt ihr auch in die Kommentare gerne schreiben, gar kein Problem. Den Download-Link für Teamspeak 5 findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt haltet euch fest, sobald es wieder online ist, bin ich live auf twitch.tv. Schaut auf jeden Fall vorbei, ich bin live. Fast eigentlich jetzt jeden Tag. Und noch eine kleine Info an alle, die noch nach Spielen suchen. Shoppen bei meinem Gaming-Partner Instant Gaming mit vorbei. Dort haben wir im Moment sehr, sehr viele Spiele auch im Angebot, wie Cyberpunk 2077, Dragon Ball Z, Doom oder auch GTA 5 ist bei uns sehr weit im Angebot. Ebenfalls Red Dead Redemption 2 ist bei uns noch im Angebot, die Standard Edition. Ebenfalls haben wir hier noch Tennis, wenn Tennis interessiert. Wir haben nur Switch-Spiele noch im Angebot. Wir haben eigentlich alles, was Assassin's Creed Arc Revolution für 5 € im Angebot, also fast 100% reduziert auf jeden Fall. FIFA 20 Points haben wir im DLC-Pack für euch für 85 €, also alles hier billiger gehalten. Alles natürlich von Standardpreisen ausgerechnet, also alle, die von Standardpreisen aus sind. Ja, das sind Standardpreise, von denen wir ausgehen und von dort aus reduzieren und nicht von Angeboten, von Steam oder von irgendwas. Unsere offiziellen Partner sind Uplay, Steam, Origin, Rockstar Games, Xbox, Indie Games. Dann haben wir noch PS4, Nintendo, Battle.net, Uplay, wie gesagt, und andere Spiele noch so. Unter was das fällt, ich habe selber keine Ahnung. Also, es fällt wirklich unter alles: Minecraft, Spiele, die wo bei keinem Hersteller eigentlich irgendwie zu finden sind oder so. Also, oder allem. Hier Minecraft zum Beispiel ist bei keinem Hersteller mit dabei. Xbox Geschenkgutscheine, Nintendo eShop Karten. Wie gesagt, FIFA. User entered your channel. Okay. Wo war das jetzt hier? Ah, okay, genau, alle Netflix, aber genau. Disconnected. Und Borderlands 3 zum Beispiel, Windows 10 haben wir Age of Empires für euch noch dabei, FIFA 20, die Sims 4 haben wir noch, die Universitäten-DLCs mit dabei, PUBG von Steam ist noch mit dabei für 11 €, also wir haben alle Spiele der Welt hier. Grand Theft Auto Online Shark Cards im Wert von, keine Ahnung wie viel, 36,30, also man kann nicht jammern, die Preise sind relativ billig gehalten. Overwatch für 14 €, kann man nicht sagen, wir haben auch Need for Speed Heat normalerweise auch im Angebot, so viel wie ich weiß. Schnell kurz vorbei, genau, 40 €, 40 €. Und da ist Origin im Moment billiger dran, das habe ich selber gemerkt, aber wir gehen hier wie gesagt von den Standardpreisen aus. Das ist das bei A und O bei uns bei Instant Gaming. Wir haben auf jeden Fall das Angebot, was sonst eigentlich keiner hat. Bis auf die anderen paar natürlich, aber alle Angebote hier von Instant Gaming sind von den Standardpreisen ausgegangen, gehen von den Standardpreisen aus. Also von daher, schaut mal Instant Gaming vorbei. Das war's mit dem Video. Ich bin nicht mehr raus. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Und wie gesagt, schaut bei Twitch jetzt vorbei. Haut rein. Bis dahin und ciao.